meine kleine Schwester, Lilly. Ich hab dich lieb, Henry. Igitt! Du bist der Erste, der bei mir übernachtet. Also, was sollen wir jetzt machen? Wir könnten die Küche plündern. Oh, das klingt gut. Mit was sollen wir anfangen? Wo versteckt deine Mama die Kekse? Hier, fang! Aber so ist das irgendwie kein richtiges Plündern. Oh, soll ich sie irgendwo verstecken? Rigoletto, gib das sofort wieder her! Tut mir leid, Henry. Vielleicht später. Lass uns lieber irgendwas anderes machen. Ja, cool, oder? Henry, ich würde lieber... Aufpassen. Das Bett ist kaputt. Jetzt schon? Wir könnten eine Kissenschlacht machen. Die haben die Hunde zerbissen. Und wo sind deine Spielsachen? Haben die Hunde zerbissen. Autos? Die Hunde. Comics? Die Hunde. Hast du irgendwelche Spielsachen dabei? Nein. Die habe ich vergessen. Sehen wir uns doch Rapper Zappa an. Woher du schießt bloß kein Eigentor? Was hat er gesagt? Rapper Zappa hat gesagt, alle Aliens müssen sterben. Glaube ich. Die Aliens? Welche Aliens? In dieser Folge kommen doch gar keine Aliens vor. Oh, na endlich. Stimmen für die Schlussarie. Können du und dein kleiner Freund uns aushelfen? Ihr könnt die singenden Elfen sein. Ach, Mami, ich war beim letzten Mal schon eine singende Elfe. Das ist doch wirklich eine Schande. Fußball sollte ein Mannschaftssport sein und nicht eine Bande von Hooligans, die die Regeln missachten. Ach, los, versuchen wir es nochmal. Oh, Henry! Wieso hast du den Ball nicht an mich abgespielt? Hast du schon entschieden, wen du zum Spiel mitnimmst? Na gut, dann nehme ich eben dich mit. Ja! Tor für Lauras Mannschaft. 1-0. Ha, aber nicht mehr lange. Hola, hier drüben. Zu mir, Henry. Vergiss es. Hey, aber wir sind doch in einer Mannschaft. Mannschaft. Was ist los mit dir? Da war ein Vogel. Ein ganz großer. Er hat in mein Auge gemacht. Ich sehe aber keinen Vogel. Warum hast du nicht versucht, ihn zu halten? Keine Ahnung. 2-1 für Lauras Mannschaft. Noch eine Minute. Gut, jetzt gibt's kein Erbarmen mehr.
Was soll ich jetzt machen? Zu mir! Schieß zu mir! Foul! Nehmt ihn den Ball ab! Schaut! Da drüben! Da drüben. Das ist eine Katze, du Blödmann. Ja, nur eine Katze, Blödmann. Könnte aber ein Babyberglöwe sein. Ha! Aus! Es steht unentschieden 2-2. Ich habe 2 Tore geschossen. Ich bin der beste Spieler. Nein, bist du nicht. Ich bin die beste Spielerin. Ruhe! Jetzt geh schon. Ich halte Wache mit der Taschenlampe. Werwölfe mögen kein Licht. Jetzt ist er vor dem Werwolf sicher. Oh, es ist zu dunkel hier drin. Und es stinkt. Henry? 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 Verzeihung, falsches Zelt. Imbecil! Henry, was ist los? Wo ist Peter? Peter? Der schläft. Henry ist mit meiner Taschenlampe weggegangen und hat mich in der Toilette gelassen. Henry! Ich weiß, ich bin schrecklich. Schick mich nach Hause, bitte! Oh nein, bestimmt nicht. Dein Vater möchte in der Natur sein und wir bleiben alle hier. Wieso können wir nicht in unserem Garten zelten? Da sind wir auch in der Natur. Und es gibt eine ordentliche Toilette. So ein Unsinn. Wir machen hier Urlaub. Komm mit, Peter. Ich dachte, ein Familienurlaub sollte allen Spaß machen. Natur. Ha! Das ist es! Sie wollen in der schönen Natur sein? Dann kriegen Sie Ihre schöne Natur. Ja. Oh. Oh. Morgen, Papa. Los, haut ab! Oh, nein, weg! Oh, Hilfe! Los, verschwindet! Haut ab! Weg mit euch! Oh, danke, Henry. Oh nein, wie ich aussehe. Oh, diese blöden Schafe. So was Dummes. Los, Peter, was ist passiert? Ein Werwolf. Da ist doch gar nichts. Häschen, vor dir kann man aber wirklich Angst kriegen. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Schon schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry,
dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh. Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, sing. Sonne les Martine, Sonne les Martine. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa. Ich sing ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen sie nicht. Sonne le Martine. Peter, nicht! Natürlich stechen sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Zappa sehen. Juhu, schneller, das macht Spaß. So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui, ab zum Teich. Brennnessel. Na los, du Schlafmütze. Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel. Ich sehe ihn! Ich sehe den Teich! Hier ist eine Abkürzung! Los, kommt! Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, dormez-vous! Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, da ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit zwei Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht? Morgen wird ein sehr guter Tag. Ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Oh, war cool. Ich glaub's nicht. Ja, wie das war. Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings dafür die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Keine Ahnung, warum Mama das macht. Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren. Noch zwei Tage und dann sah ich ab. Henry, was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry, ich will nicht, dass du stirbst. Lass mich in Ruhe. Stirb nicht, bitte, bitte, du darfst nicht sterben. Peter, was ist denn los? Das goldene Dings da ist verflucht und Henry hat's genommen, damit ich gerettet bin. Aber jetzt muss er sterben. Henry, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Gib Peter sein Dings da zurück oder es gibt eine Woche kein Fernsehen. Aber ich brauche es für meine Versteigerung. Henry? Ich will aber ein goldenes Dings da.
Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonderlich. Ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist doch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist er. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier. Der Nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da. Ich komme. Wow! Oh nein! Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denkt nach. Was würde Rapper Zappa tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte. Ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich. Ich mach's ja wieder gut. Ich verrate dir, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar. Und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andy. Du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauche ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach, na schön. Welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's. Ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehme die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskelmartin hat ein Los. Ah, die 42 ist weg. Muskelmartin hat meine Nummer genommen. Martin, willst du 50 Cent für das Los da? Keine Ahnung. Und meinen neuen Fußball? Ich weiß nicht. Okay, okay. 50 Cent, meinen neuen Fußball und dein Killerboy Reds Poster. Ich weiß nicht. Schau mal, Henry. Ich habe ein Schatzkartenlos und ein Tombola-Los gekauft. Sieh Leinenswerk, ich bin gerade beschäftigt. Also, abgemacht? Toll! Ich bring dir die Sachen gleich morgen. 75! Die Nummer kann ich nicht gebrauchen. Irgendjemand anders muss mein Los haben. Peter? Peter muss mein Los haben. Peter! Peter, komm sofort zurück! Yeah! Ja, ja, ja. Wuhu! Stellt euch jetzt bitte zum Dreibeinwettlauf auf. Der Dreibeinwettlauf fängt in einer Minute an. Wo ist dein Partner, Henry? Ich, Laura? Du wirst Henrys Partnerin sein. Was? Beeilt euch, der Wettlauf fängt gleich an. Ich bestimme, Henry, und ich will gewinnen. Also wirst du genau tun, was ich sage. Fertig? Nein, ich will heimgeschickt werden. Also wirst du tun, was ich sage. Ach, meinst du? Ja, meine ich. Wir machen das so. Nein, wir machen das so. Ah, ah, au, oh, au. So gefällt's mir schon besser. Henry! Henry! Hör auf mit dem Quatsch! Henry! Henry! Stopp! Henry! Oh je! Siehst du, Laura, ich hab dir doch gesagt, dass wir nicht gewinnen. Das reicht! Dieser Wettlauf ist gestrichen! Was? Oh, echt schade! Henry, du schreckliches Kind! Wenn du meinst, dass ich dich nach Hause schicke, hast du dich getäuscht! Du bleibst hier bis zum Schluss! Und die anderen folgen mir! Das wirst du mir noch büßen, Henry!
Das ist das Schlechte am Sporttag. Da macht man immer ganz schlimme Sachen. Keine Angst, Olli. Die Eier sind doch alle hart gekocht. Auf die Plätze. Fertig. Los! Eierlauf ist ebenfalls gestrichen. Und keiner von euch rührt sich vom Fleck, bis ich weiß, wer diese Eier mitgebracht hat. Frau Streitaxt, ich kann nicht lügen. Also? Das war Peter. Operation Milchzahn kann losgehen. Henry, was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich hab was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair. Die Zahnfee hat mich ausgetrickst. Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja, bitte, Henry, das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Hey, aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus
das ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unserem Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein. Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz, ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5. Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will noch wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhabe? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. Ja, ja, ja. Woohoo! I'll get you, Henry! Fünf Komma fünf. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andy. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und er ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Oh, Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Stimmt auch wieder. Uah! Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. Henry, schwimm.
Oder willst du etwa der Einzige in der Klasse sein, der kein Seepferdabzeichen hat? Sie sollten Henry ein extra Abzeichen geben, wo ein ertrinkender Angsthase drauf ist. Das reicht. Schwimm, 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 schwimm. So, 5 Meter locker geschafft. Darf ich jetzt wieder raus? Henry, für wie blöd hältst du mich? Ist das eine Fangfrage? Ich sagte schwimmen, nicht laufen. Gut. Und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist... Schmeckt toll. Guter Tebel. Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand rumgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollte es verhindern. Er hört nicht auf mich. Aber er hat's mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten Ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! Das zahle ich dir noch heim, du Ratte. Nein, kannst du gar nicht. Denn mein Vater ist der Boss. Und da kannst du gar nichts machen. Du hilfst mir jetzt, sonst gehe ich. Würde ich nicht. Sonst bekommst du noch mehr Ärger. Und du arbeitest nicht schnell genug. Oh, sieh dir das an. Nichts hasst Vater mehr als Verschwendung von Zahnpasta. Jetzt wird er bestimmt stocksauer werden. Getroffen. Sei nicht so gemein, Henry. Ich wollte ihn aufhalten, Vater, aber er hört nicht auf mich. Ich glaub's nicht. Das ist ein schändliches Benehmen, Henry. So etwas kann ich nicht dulden. Wenn ich wirklich dein Chef wäre, würde ich dich feuern. Henry, ich schäme mich sehr für dich. Er macht nur Ärger. Und wenn ich die Fabrik übernehme, würde ich ihn nie anstellen, Vater. Ich weiß, mein Sohn, aber du musst verstehen, dass manche Kinder nicht so eine gute Erziehung wie du haben. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, Henry. Mein Sohn, zeig Henry den Fotokopierer und lass ihn Fotokopien für mich machen. Und Henry? Ich weiß, Herr Best, ich soll aufpassen und von Wilhelm lernen. Dieser fiese, hinterlistige Rotzlöffel müsste erwischt werden, wenn er was ganz, ganz Schlimmes macht. Aber was? Hallo! Wer ein Geschenk hat, darf reinkommen. Sei nicht so gemein, Henry. Wo ist Bert? Er müsste längst da sein. Bert ist beim Zahnarzt. Seine Mutter bringt ihn vorbei, wenn er fertig ist. Du musst eben ohne ihn anfangen. Na gut, los geht's. Das ist von... Ich weiß schon. Es ist eine Packung Filzstifte. Gefallen sie dir, Henry? Filzstifte habe ich schon. Henry? Was sagt man da? Vielen lieben Dank. Der nächste. Das ist ein Wandteppich und den habe ich selber ausgesucht. Warum? Oh, ich nehme ihn, wenn du ihn nicht willst, Henry. Ist das toll! Du hast bunte Tierseifen bekommen und eine Märchen-CD und... Oh, wow! Koch dir dein eigenes, gesundes, vitaminreiches Essen. Fantastisch! Was sagt man dazu allen, Henry? Bäh! Henry!
Noch grässlicher kann diese Party nicht mehr werden. Habt ihr Lust auf Partyspiele? Doch, kann sie. Gib es weiter, Henry. Ja, los, gib schon weiter, Henry. Komm schon, Henry, gib es weiter. Ist ja gut. Fang, du Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Also, wer hat Lust auf Wer wackelt, verliert? Er hat sich bewegt. Habe ich nicht. Du hast mich geschubst. Habe ich nicht. Doch. Henry, ich warne dich. Ja, Henry, wir haben Spaß. Nein, haben wir nicht. Ich zeig dir, was Spaß ist. Ja, legt los, Killer Pirates. Ihr müsst alle tanzen. Henry, sieh mal, wer da ist. Herzlichen Glückwunsch, Henny. Ich wusste schon, Zahnarsch. Danke. Mama! Das kannst du später aufmachen. Jetzt gibt es was zu essen. Wenigstens wird das Essen lecker. Yeah! Ja, ja, ja. Woohoo! Go get go, Henry! Schokolade! Mousse au Chocolat! Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt! Das Essen ist serviert. Oh je. Peter kann doch gar nicht so gut spielen. Da hat jemand in deinen Noten rumgeschmiert, Peter. Schlecht. Komm her, Kleiner. Braver Junge. Tut mir leid, aber das ist die letzte Nuss. Ach du Schreck. Und für die Kinder ist es herrlich, hier aufzuwachsen, denn, Herkules, böser Hund. Ich muss mich entschuldigen. War die Schüssel voll? Nicht so schlimm, waren nur ein paar Nüsse. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch springen können. Das wusste ich auch nicht. Er möchte wohl auf sich aufmerksam machen. Ich muss vorsichtig sein. Zeit für Ekelchips und Monstertrank. Das wird bestimmt lustig. Henry, du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? Peter, hol Frau Stumm was zu trinken. Wird gemacht, Mama. Wollen Sie mich etwa vergiften? Kommen Sie, Frau Stumm, ich zeige Ihnen, wo Sie sich frisch machen können. Und Jungs, ihr geht ins Bett. Machen wir, Mama. Gute Nacht, Herr Stumm. Ich hoffe, Frau Stumm geht es schnell wieder besser. Ekelchips, stimmt's? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du traust dich bestimmt nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du mitkommst, Henry.
Ich bekomme 2 Euro, wenn ich alles auf meinem Teller aufesse. Und ich bekomme gar nichts, denn wer brav ist, hat sich selbst belohnt. Hä? Klappe, du Zwerg! Ich dachte, der Laden heißt Très Chic. Unter Chic stelle ich mir aber was anderes vor. Schrei hier doch nicht so. Ich kann schreien, wo und wann ich will, Brunhilde. Das wäre ja noch schöner. Mutti. Wow, ich wusste gar nicht, dass Lehrerinnen Mütter haben. Also, wonach wäre euch denn? Ich empfehle Le haut de cochon avec le jeu du mouton. Ach, gibt's hier nichts, was man versteht? Das ist ein französisches Restaurant, Blödian. Bestell du für mich, Tante Ruth. Ich esse alles gern. Ja, vielleicht sollte Tante Ruth für uns alle bestellen. Sehr gute Idee. Kommt nicht in Frage. Ich muss alles auf meinem Teller aufessen, also bestelle ich selbst. Was davon sind Hamburger mit Pommes? Das würde auf der Mittagskarte stehen, Monsieur, aber wir haben mittags nicht geöffnet. Du traust dich bestimmt nicht, Escargot als Vorspeise zu bestellen. Ach, und was ist das? Schnecken. Ja, klar. Als würden die in einem stinkvornehmen Lokal Schnecken servieren. Und dann als Hauptspeise Kutteln. Das sind die Innereien von Schafen. Aber wenn du ein feiges Huhn bist... Ich bin kein feiges Huhn. Ich nehme Escargot und Kutteln. Ah, unsere Spezialität. Sehr gut, Monsieur. Hey, voilà. Boah, wie eklig. Bin gespannt, wie du die isst. Zwei Euro, Henry, 2 Euro. Gar nicht übel. Eigentlich wie Kaugummi. Probier mal. Die sind ja sowas von lecker. Brunhilde, hör auf zu schlürfen. Ja, Mutti. Und iss das Gemüse ja mit. Ja, Mutti. Henry. Guten Abend, Frau Streitaxt. Ich hoffe, Sie genießen Ihr Abendessen. Sowas. Der hat aber gute Manieren. Das hat er bestimmt nicht in deinem Unterricht gelernt. Jetzt geh schon. Ich halte Wache mit der Taschenlampe. Werwölfe mögen kein Licht. So, jetzt ist er vor dem Werwolf sicher. Oh, es ist zu dunkel hier drin. Und es stinkt. Henry? 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 Verzeihung, falsches Zelt. Imbecil! Henry, was ist los? Wo ist Peter? Peter? Der schläft. Henry ist mit meiner Taschenlampe weggegangen und hat mich in der Toilette gelassen. Henry! Ich weiß, ich bin schrecklich. Schick mich nach Hause, bitte. Oh nein, bestimmt nicht. Dein Vater möchte in der Natur sein und wir bleiben alle hier. Wieso können wir nicht in unserem Garten zelten? Da sind wir auch in der Natur. Und es gibt eine ordentliche Toilette. So ein Unsinn. Wir machen hier Urlaub. Komm mit, Peter. Ich dachte, ein Familienurlaub sollte allen Spaß machen. Natur. Ha! Das ist es! Sie wollen in der schönen Natur sein? Dann kriegen Sie Ihre schöne Natur. Morgen, Papa. Los, haut ab! Oh, nein, weg! Hilfe! Los, verschwindet! Haut ab!
dich. Oh, danke, Henry. Oh nein, wie ich aussehe. Oh, diese blöden Schafe. So was Dummes. Was ist los, Peter? Was ist passiert? Ein Werwolf. Da ist doch gar nichts. Häschen, vor dir kann man aber wirklich Angst kriegen. Hallo? Jemand zu Hause? Oh je! Au! Hä? Willst du deine Kralle wieder haben? Gestreiftes T-Shirt. Hey, bleib sofort stehen. Hier muss er sein. Da drüben ist er. Oh nein! Jetzt hab ich dich. Was? Ungezogene Kinder dulden wir hier nicht. Oh, aber das ist bestimmt ein Irrtum. Peter hat sich hier ganz vorbildlich benommen. Kein Zweifel, das ist der Junge, den wir suchen. Ich erkenne ihn an seinem T-Shirt. Aber ich hab wirklich nichts gemacht. Oh, lieblich. Keine Sorge, Peter. Ich finde schon raus, was da los ist. Ha, das hat er davon, wenn er sich so anzieht wie ich. Nun kommen wir zum Höhepunkt unserer Führung. Eine Nachbildung dieses Gebäudes von 1950, als es noch das Rathaus war. Frau Streitaxt, ich habe mich echt getäuscht. Das Museum ist überhaupt nicht langweilig. Oh, Henry, bravo. Und nächstes Mal besuchen wir die Eiscremefabrik. Ja! Oh, Henry, du schrecklicher Junge. Mir so rausgerutscht. Und außerdem solltest du längst im Bett sein. Oh, wie schade. Peter hat uns ja schon was vorgeführt. Aber wie wär's mit Henry? Du kannst bestimmt auch was, Henry. Na klar, ich kann Karate. Hiya! Ah! Oh. Sehr gut, Henry. Aber ich bin auch nicht schlecht in einem Kampfsport. Stummikido. Jetzt wird's aber Zeit fürs Bett, Henry. Ich brauche deine Hilfe. Mieze!
dachte, du bist im Bett. Ich wollte Herrn und Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Oh, danke, Henry. Der Lachs! Komm mit, Herkules! Wir gehen! Herr Stumm, ich entschuldige mich für unseren Sohn. Bitte feuern Sie mich deshalb nicht. Sie feuern? Wieso sollte ich das tun? Ich habe mich amüsiert. Aber... Die meisten Einladungen sind sowas von langweilig, aber der heutige Abend war alles andere als das. Vielleicht wollen Sie Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Ja, natürlich. Frau Stumm, möchten Sie nicht wenigstens noch für die Mousse Schokolade bleiben? Keine Sorge, mein Freund. Als ich so alt war wie du, hat man mich den rasenden Reginald genannt. Wirklich? Man wird dich dafür bestrafen. Ja. Ja, mich auch. Du bist gut, Henry. Aber als ich älter wurde, habe ich gelernt, es gibt immer einen, der besser ist. Niemand ist besser als Henry, der Schreckliche. Ich musste 10 Euro bezahlen. Oh, vielen Dank, Henry. Ich geb's dir wieder. Ich bin frei. Ich bin frei. Henry! Beeilung! Du gehörst jetzt mir. Ich komme. Ihre Erfrischungen, meine Damen. Zu spät. Ich muss jetzt gehen. Das hast du jetzt davon. Du musst lernen, dich ein bisschen mehr am Riemen zu reißen. Aber... Und unterbrich mich nicht. Ich begleite Susi jetzt zur Tür. Und dann will ich neue Nüsse, ein erfrischendes Getränk mit mehr Eis und schüttle meine Kissen auf. Kapiert? Kapiert. Okay. Operation Henrys Befreiung ist angelaufen. Dina, mir ist heiß. Fächle mir Luft zu. Wird gemacht, Laura. Fräulein Laura, bitteschön. Ah, schon besser. Wenn du fertig bist, kannst du noch alle meine Schuhe putzen. Sie muss kaputt sein. Vorhin war sie völlig in Ordnung. Hilf mir raus! Hier drüben, Fräulein Laura. Henry, das warst du! Ich hasse dich! Ist doch nicht meine Schuld, wenn deine Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Verschwinde! Verschwinde einfach, Henry! Du bist schrecklich! Aber ich hab doch versprochen, dich zu bedienen. Hau endlich ab! Jetzt bin ich reich. Das ist eine Menge Geld, Henry. Ja, das habe ich verdient. Ich kauf mir ein neues Schloss und einen neuen Fußball und ein... Bist du sicher, du hast noch genug übrig? Hä? Was meinst du mit noch genug übrig? Und hier geht's doch gar nicht zum Spielzeugladen. Nein, wir fahren zum Sportgeschäft, wo es Tennisschläger zu kaufen gibt. Und dann fahren wir zur Parfümerie, wo es Parfüm zu kaufen gibt. Dein Geld dürfte dafür genau reichen. Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woohoo! I'll get you, Henry! कितना डरावना मॉन्स्टर है! जी, कितना गंदा दिखता है ये! तुम्हें पता है क्या? मैं तो हेनरी की बात कर रही थी। हाँ हाँ, बेकार जोक था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भूल गए बच्चू। जो मैं बोलूँगी वो तू करेगा। याद है ना? तो अब बता,
तू अपना बदला पीटर से कैसे लेगा? बदला बहुत ही भयानक और दर्दनाक होना चाहिए। हाँ, बदला तो लूंगा, पर मुझ पर शक नहीं होना चाहिए, वरना मैं तो गया। लल्लू पीटर इस चीज से डर गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पीटर किसी भी चीज से डर जाता है। इम्पोर्टेंट न्यूज, हम आपको बताना चाहते हैं कि अर्थ पर एलियंस ने हमला कर दिया है। ओ नहीं, बचाओ। क्या एलियन से बचने का एक ही रास्ता है, खुद का चेहरा और अपने घर को नीला रंग पोतो। क्या? डैड! पीटर, ये हरकत तुम्हारी है क्या? हमने घर को बचा लिया। और अंकल, हम आपको भी बचा लेंगे। ये लीजिए डैड, ये लीजिए। लल्लू कहीं के। और उसके बाद तुम्हारे डैडी को उन्होंने कैसे नीला कर दिया। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब डैड ने पीटर को उसके कमरे में भेज दिया, वो भी पहली बार। इसका मतलब है मेरा बदला पूरा हुआ। Mein Lieber. Musst du immer noch so stinken, Tante Grete? Das war echt schrecklich. Nein, Schätzchen, ich muss schon lange nicht mehr hinken. Komm, du musst die Pralinen probieren, Tante Grete. Die haben wir extra für dich besorgt. Oh nein, kommt nicht in Frage, dass das auf Peters Konto geht. Bist du ja, Henriette? Ich bin ein Junge. Ach, du siehst deiner Großmutter immer ähnlicher. Komm her und gib deiner Großtante Grete einen schönen dicken Kuss. Hör auf herumzuhampeln und setz dich hin. Ich hol den Tee. Mal wieder Hummeln im Hintern, Henriette? Nein, Tante Grete. Bitte schön, Tante Grete. Eine Praline? Oh, ich liebe Pralinen. Peter, du bist so ein lieber, aufmerksamer Junge. Oh, die Schachtel ist ja leer. Sie ist leer? Sie ist leer? Henry! Verlässt uns schon, Tante Grete? Besuch uns bald wieder. Das war wirklich schrecklich von dir, Henry. Einfach schrecklich. Oh, vielen Dank. Aber Mama, das hab ich gemacht. Geh sofort auf dein Zimmer, Henry. Und Fernsehen ist für heute gestrichen. Ich bin der Schreckliche in diesem Haus. Vergiss das ja nicht. Oh, danke, Peter. Du bist so ein braver Junge. Du bist so ein braver Junge, Peter. Mal ganz ehrlich, Peter. Im Schrecklichsein bist du miserabel, aber hervorragend im Bravsein. Aber verzieh dich jetzt endlich. Von jetzt an bin ich wieder der allerperfekteste Junge, den es gibt. Ha 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 ha!
Peter! Henry! Das ist nicht fair! Nein, das ist schrecklich! Ah, eine Spinne! Das ist ja nur ein doofes Gummitier. Das ist es! Genau! Und sind wir schon frei? Wir brauchen eine Spinne. Eine Spinne? Irgendeine spezielle Art? Ja, eine riesige. Perfekt! Also, ruf um Hilfe. Hilfe! Au! Hilfe! Das war ziemlich gut. Oh, vielen Dank. Wieso liegst du nicht in deinem Bett? Eine Spinne! Nein! Nimm die da weg! Sieh mal, Peter, die ist riesig! Total haarig und eklig und krabbelig und ganz... Nimm die da weg! Wenn ich schon mein Leben riskiere und die Spinnen einfange, darf ich dann Mutanten Max sehen? Ja. Und aufbleiben, bis meine Eltern kommen? Ja. Und das ganze Eis im Kühlschrank aufessen? Ja, aber schaff sie jetzt bitte weg! Abgemacht. Die könnte ich morgen mit in die Schule nehmen. Gut. Zurück ins Bett. Alle beide. Auf der Stelle. Aber wir haben eine Abmachung. Pech. Die gilt nicht mehr. Sie hätten sich wenigstens bedanken können. Wenn die Abmachung nicht mehr gilt, können sie die Spinnen wieder haben. Henry, ich finde, das reicht schon. Es ist nicht nett, andere zu erschrecken. Sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. Stimmt. Erwachsene sollten nichts versprechen, was sie nicht halten wollen. Lasst mich raus! Lasst mich sofort hier raus! Geschafft! Na warte, du ruflose, rabiate, randalierende, ranzige Ratte! Mach sie fertig, Mutant Max! Die Eltern! 1, 2, 3, ich komme! So, du kleiner Wurm! Ich nehm dich auseinander, Stück für Stück! Henry? Ich wollte gerade gehen. Oh, meine armen Jungs. Oh je, wie sieht's denn hier aus? Also die rufen wir bestimmt nicht mehr an. Wir sind ein ziemlich gutes Team, oder? Yeah! Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woohoo! I'll get you, Henry! Du bleibst auf der Nichtschwimmerseite und übst. Und du steigst erst aus dem Wasser, wenn du das Seepferdabzeichen schaffst. Nichtschwimmerseite, das ist dann wohl die Seite der totalen Verlierer. Was ist denn mit dir los? Ich freue mich einfach, dass ich endlich schwimmen lerne. Hey, kannst du nicht aufpassen? Oh, tut mir leid. Ich hab dich nicht gesehen. Ich halte auch schon nach, du weißt schon, dem Hai. Dem Hai? Das ist es! Genau! Andi, wegen dem Hai, da gibt es was Neues. Erst in die Kanalisation entwischen. Nein! Doch, also schwimmt er wahrscheinlich durch die Wasserleitung bis hierher und versteckt sich im Tiefen. Nein! Doch! Aber sag es keinem. So, stellt euch alle auf. Darf ich's nicht mal Jonathan sagen? Na gut. Jonathan kann Geheimnisse für sich behalten. Für ungefähr 5 Sekunden. Was ist los? Heute gibt's Abzeichen. Warum schwimmt denn noch keiner von euch? Wir wollen nicht schwimmen. Und wir wollen auch nicht von einem Hai gefressen werden.
Von einem Hai gefressen? Wenn ihr nicht gleich ins Becken springt und schwimmt, passiert noch was Schlimmeres. Ich mein's ernst. Schwimmt! Ich hab Ihnen gesagt, dass es nur ein dummes Gerücht ist. Hat jemand meine zweite Flosse gesehen? Jetzt schwimmt endlich! Na los! Ja, und passt auf den Hai auf. Henry, hör auf! Es glaubt dir ja doch keiner, dass da ein Hai im Wasser ist. Ach nein? Und was ist dann das? Was? Nein, da ist nichts. Ein Hai! Hinter dir! Schwimm! 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 Ah! Ah! Schnell! Ein Hai! Gibst du mir dein Taschengeld jetzt gleich? Oder soll ich warten, bis wir im Bus sind? Bravo, Bert. Du hast Henry zum Schwimmen gebracht. Gut gemacht. 2 Stunden Nachsitzen für deinen Haistreich. Ich gratuliere, Henry. Du bist der Einzige, der sein Abzeichen gemacht hat. Und du bist nicht nur 5 Meter geschwommen, sondern ich glaube auch noch in der schnellsten Zeit, die ich jemals gestoppt habe. Olympische Spiele? Ich komme! Das ist ein schändliches Benehmen, Henry. So etwas kann ich nicht dulden. Wenn ich wirklich dein Chef wäre, würde ich dich feuern. Henry, ich schäme mich sehr für dich. Er macht nur Ärger und wenn ich die Fabrik übernehme, würde ich ihn nie anstellen, Vater. Ich weiß, mein Sohn, aber du musst verstehen, dass manche Kinder nicht so eine gute Erziehung wie du haben. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, Henry. Mein Sohn, zeig Henry den Fotokopierer und lass ihn Fotokopien für mich machen. Und Henry? Ich weiß, Herr Best, ich soll aufpassen und von Wilhelm lernen. Dieser fiese, hinterlistige Rotzlöffel müsste erwischt werden, wenn er was ganz, ganz Schlimmes macht. Aber was? Das ist es! Genau! Hey Wilhelm, mir ist gerade was ganz Tolles eingefallen. Warum kopieren wir nicht was ganz Übles und hängen es dann in allen Büros auf? Ach, und was? Ist ziemlich krass. Gute Idee. Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Ich bin der Boss und der Boss darf immer als Erster. Ach, richtig. Du weißt es am besten, Wilhelm Best. Ja. Wir müssen das ganze Land überzeugen und dann die ganze Welt. Denn ein Tag ohne Zahnpasta ist wie... habe ich irgendwas Witziges gesagt? Nein, Herr Best. Sie würden wir doch nie auslachen. Was? Drücke ich auf den Knopf, kommen Popobilder raus. Und die hänge ich dann überall aus. Wilhelm, was treibst du denn da? Das war Henry. Ich weiß nicht, warum er das sagt, Herr Best. Ich hab ihm gesagt, er soll das lieber lassen, Chef. Aber er hat nicht auf mich gehört, Chef. Herr Best. Wie kannst du nur? Du hast mich vor der gesamten Belegschaft meiner Fabrik lächerlich gemacht. So hab ich mir meinen Sohn nicht vorgestellt. Ab nach Hause. Wir sprechen uns später noch. Aber Vati! Keine dummen Ausreden. Von denen hab ich genug gehört. Offensichtlich war ich ein bisschen voreilig, als ich Ihren Sohn beschuldigte. So sind die Jungs nun mal, auch wenn man die Buben noch so gut erzieht. Tja, Henry, ich denke, für den restlichen Tag könntest du dich, einfach etwas amüsieren. Vielen Dank, Chef. Herr Best. Toll! Ja! Ich frag Mama und Papa, ob ich früher aus der Schule kann. Arbeiten gehen finde ich echt cool. Hui! Also, wer hat Lust auf Wer wackelt, verliert? Er hat sich bewegt. Hab ich nicht. Du hast mich geschubst. Hab ich nicht. Doch. Henry, ich warne dich. Ja, Henry, wir haben Spaß.
Nein, haben wir nicht. Ich zeig dir, was Spaß ist. Ja, legt los, Killerboy-Rats. Ihr müsst alle tanzen. Henry, sieh mal, wer da ist. Herzlichen Glückwunsch, Henny. Ich wusste schon, Zahnarzt. Danke. Mama! Das kannst du später aufmachen. Jetzt gibt es was zu essen. Wenigstens wird das Essen lecker. Wo sind die Burger? Und wo meine Pommes? Erdnussbutter. Ich mag Erdnussbutter. Und ich Karottenstangen. Willst du Chips? Nein, danke, Henry. Ich will fit und gesund bleiben. Henry, du hattest recht. Deine Party ist super. Das ist die mieseste Party aller Zeiten. Ich wette, das ist auch wieder so ein überflüssiges Geschenk. Oh Mann, das trifft schon eher meinen Geschmack. Das ist alles unglaublich. Ich muss zuerst mal probieren. Jetzt kann die Party losgehen. Damit. Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Das Essen ist ruiniert und hier sieht's aus wie nach einer Schlacht. Ja, das nenne ich mal eine richtig gute Party. Du wirst nie wieder, niemals wieder zu Hause eine Geburtstagsparty feiern. Das macht nichts. Das sagen sie jedes Jahr. Und schon in 12 Monaten seid ihr alle wieder eingeladen. Yeah! Ja, ja, ja. Woohoo! I'll get you, Edmund! Zut alors, nur 2 Tropfen! La Sauce-Jique ist viel zu gewürzt und scharf für manche Gäste. Hat sich Monsieur vielleicht, verlaufen? Nein, nein, aber mein Cousin möchte gern etwas La Sauce-Jique auf sein Essen. Das wollte ich dem Koch sagen. Nicht nötig, ich sage dem Koch Bescheid. Gut, mein Cousin mag nämlich scharfes Essen. Mindestens 5 Tropfen. Ja! Mach den Mund zu, Brunhilde. Sonst kann man ja bis in deinen Magen runtersehen. Mutti, entschuldige, junger Mann. Ich hoffe, meine Tochter unterrichtet dich anständig. Mutti! Oh ja, gnädige Frau, natürlich. Schönen Abend noch. Ach, was für ein reizender Junge, dass es sowas noch gibt. Aber Mutti, das ist der allerschrecklichste Schüler in meiner Klasse. So? Und wessen Schuld ist das wohl? Endlich, dann können wir ja anfangen. Na sowas, Tintenfisch. Ich mag keinen Tintenfisch. Und ich mag keine Tomaten. Und ich mag keine rote Beete. Oh, Tante Ruth, du hast ihr Lieblingsessen bestellt. Oh, wie schön, dass ich euren Geschmack getroffen habe. Ich bin sicher, ihr werdet jeden Bissen davon genießen. Und für Monsieur die Spezialität des Hauses. Kutteln. Das würde ich niemals essen. Nicht mehr für 2 Euro. Wenn man Schnecken essen kann, kann man alles essen. Köstlich. Na los, esst auf. Französisches Essen ist toll. Ja. Wie schmeckt's?
schmeckt deins, Achim? Brunhilde, setz dich auf der Stelle wieder hin. Madame, Sie müssen gehen. Ihr Sohn hat unsere Gäste in Aufruhr versetzt. Also, ich bleibe sowieso nicht, wo ich nicht erwünscht bin. Ich auch nicht. Wiedersehen, Rote Beete. Aber du hast gesagt, ich muss meinen ganzen Teller leer essen. Da hast du deine 2 Euro, Henry. Und jetzt lasst uns gehen und irgendwo was Ordentliches essen. Gut gemacht, junger Mann. So wohlerzogen, nicht wie dein junger Freund. Wuppa Wuppi, wir kommen! Und ich schreibe noch Dankeschön. Höflichkeit kann nicht schaden. Dann springt vielleicht ein bisschen mehr raus. Ich hab den Zahn und eine schöne Zahnlücke. Ich meine, wie schlau kann eine Zahnfee schon sein? Oh. Jetzt habe ich dich, Zahnfee. Mieze? Ja! Zahltag! 2 Euro! Ja! Ich hab die Zahnfee ausgetrickst! Ja! Was? Das ist Plastik. Das ist gemein. Wo ist das echte Geld? Henry, komm sofort hier runter. Ich komme, Mama. Mit lieben Gruß von der Zahnfee. Netter Versuch, Henry. Henry, ich sag's nicht nochmal. Komm auf der Stelle hier runter. Blöde Zahnfee. Henry? Wieso sind beide Bonbongläser leer? Mieze, böse Mieze. Du hast die Bonbons gegessen. Versuch es nicht auf Mieze zu schieben. Ich weiß, du warst es, Henry. Einen Monat lang keine Bonbons. Was? Nein, Mama, das kannst du nicht machen. Papa sagt Mama, das kann sie nicht machen. Ich wäre für 2 Monate. Aber das ist gemein. Was soll ich denn zwischendurch essen? Du kannst einen Apfel haben. Obst! Au! Was? Ich glaub... Ja, schau! Mein Zahn! Er wackelt! Schau! Stimmt, er sieht locker aus. Locker? Er ist schon so gut wie raus. Ha, wenn die in der Schule das sehen. Jetzt muss die Zahnfee aber wirklich blechen. Noch ein Biss. Und dann... Ich hab ihn verschluckt! Haltet euch bereit für den letzten Wettlauf von heute, den 400-Meter-Lauf. Diesmal schlage ich dich, Henry. Ach, mir doch egal. Ist doch bloß ein blödes Wettrennen. Das ist dein Problem, Henry. Dir ist immer alles egal und deshalb wirst du auch niemals gewinnen. Das stimmt überhaupt nicht. Auf die Plätze. Und Sieger in allen Disziplinen der ganzen Welt ist Henry! Fertig? Du, Henry, ich wette um dein letztes Fruchtgummibärchen, das ich gewinne. Gummibärchen. Gummibärchen? Das ist es! Genau! Süßigkeiten! Und los! Süßes haben! Süßigkeiten! Mach schon, Henry.
Du schaffst das! Hey! Hey! Alf! Mein letztes Gummibällchen! Hier, fang auf! Na los! Ich weiß, dass du es willst! Gemacht, Henry. Yeah! Du bist der Schulsieger im 400-Meter-Lauf. Ich kann nicht reingehen. Ich kann Mama nicht sagen, dass ich nichts gewonnen habe. Jetzt ist sie bestimmt ganz enttäuscht von mir. Hier, Zwerg. Zeig ihr den. Aber das ist doch dein Pokal. Nein, das hier ist mein Pokal. Der da ist vom Eierlauf. Du hast ihn gestohlen. Der Eierlauf wurde gestrichen. Dann war er ja übrig. Er gehört dir. Für 2 Wochen Taschengeld. Na gut. Peter, ach, ich wusste, dass du wieder gewinnst. Henry? Oh, Henry! Das habt ihr gut gemacht, alle beide. Wie Peter gesagt hat, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an. Es kommt nur darauf an, dass man mitmacht. Yeah! Yeah! Yeah, yeah, yeah. Woohoo! Henry, mach jetzt bitte das Licht aus und schlaf schön, ja? Mama, da ist eine gemeine Aufsicht in der Schule und sie isst uns immer alle Leckereien weg. Oh, das ist nett. Gute Nacht. Wir müssen was gegen sie unternehmen. Wir müssen. Wir müssen. Oh, nie wieder. Nein, nie wieder. Ich will auf der Stelle wissen, welcher Frechdachs das war, der die arme Martha zur Verzweiflung gebracht hat. Oder ihr esst alle wieder in der Schulkantine. Ich war der Frechdachs. Nein, ich. Ich war der Frechdachs. Nein, ich. Ich war der Frechdachs. Nein, ich. Ich war der Frechdachs. Das ist es. Genau. Das können wir nur gemeinsam schaffen. Allein haben wir gegen die miese Martha nicht die geringste Chance. Aber halten wir zusammen, dann sind wir unbesiegbar! Henry, jetzt lass den Quatsch und schlaf endlich! Wir können es schaffen. Wir helfen auf keinen Fall! Aber wir können nur gewinnen, wenn wir zusammenhalten. Dann kriegen wir alle Ärger. Aber wir müssten schon was machen. Ja, sie wird immer verrückter und verrückter. Naja, zu viele Leckereien sind schlecht für einen. Sie kann nicht damit aufhören. Deshalb wird mein Plan funktionieren. Nein, tut er nicht, oder? Keine Ahnung. Schulkantine versetzt. Für Achim, für Achim, für Achim, für mich? Socken? Das ist gemein! Hoppla!
Ja, ich tue Achim nur einen Gefallen. Er braucht Socken viel, viel dringender als ich. Hey! Wartet! Zuerst wird gefrühstückt! Na gut, machen wir die Geschenke auf. Hurra! Hier, das ist für dich. Oh, für Henry? Ein Faxgerät? Ich dachte, das wäre eine galaktische Schleimpistole. Wie seltsam. Das Faxgerät habe ich für deinen Vater besorgt. Was ist denn das? Macht ihr Witze? Und das habe ich für dich besorgt. Cello-Noten. Aber ich spiele gar nicht Cello. Oh, ein Bild aus getrockneten Blumen. So eins wollte ich schon immer haben. War das nicht für Tante Ruth? Was ist denn das? Ja! Ich hab einen Bum-Bum-Zerstörer. Hey, das ist gemein. Ich wollte so einen haben. Jemand muss die Namensschilder vertauscht haben. Was soll ich denn mit einem Faxgerät anfangen? Die Namen sind vertauscht worden, Henry. Weißt du, wie das passieren konnte? Nein, ich hab keine Ahnung. Wer hat es dann getan? Der Weihnachtsmann. Er muss durcheinander gewesen sein. Ja, genau. Es war der Weihnachtsmann. Aber wieso würde der Weihnachtsmann unsere Geschenke vertauschen? Der Weihnachtsmann hatte wohl so viel zu tun, dass er sie verwechselt hat. Dummer Weihnachtsmann. Nun, dann helfen wir dem Weihnachtsmann eben und finden heraus, welches Geschenk wem gehört. Oh, aber mir gefällt mein Geschenk. Tja, vielleicht könnte ich ja Cello spielen lernen. Ich kann dir Unterricht geben, Tante Ruth. Hier, Henry, dieses Ding ist für dich. Oh, danke, Mama. Hey, die gehört mir. Ach, komm schon, Achim. Wir teilen uns meinen Bum-Bum-Zerstörer. Na gut, von mir aus. Aber ich darf zuerst. Ja, los, Bum-Bum-Zerstörer. Achtung, Schleimangriff, vorwärts. Das war aber gemein, Henry. Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Nein, das ist ein Stier. Oh je. Das war klasse. Und der Teich ist gleich da unten. Oh, wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund. Oh. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. Nee, 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 nee. Henry, lass das. Du machst ihn nur wütend. Na und? Er ist doch eingesperrt. Oh je. Wir müssen schleunigst hier weg. Da lang. Können wir jetzt wieder heimgehen? Oh, du hast dich ja richtig erkältet, Henry. Du bleibst schön da sitzen und ruhst dich aus. Ja, Mama.
Das nächste Mal gehen wir lieber wieder in den Park. Jetzt sind meine Gummistiefel ganz dreckig. Dann darfst du sie eben draußen nicht mehr anziehen. Und jetzt habe ich immer noch nichts für meinen Biologieunterricht. Wie wär's denn damit? Nein, tu den weg! Und hier kannst du noch ein bisschen Wasser vom Teich für ihn haben. Nein! Und gleich seht ihr eine weitere Folge von Rapper Zappa. Ja! Yeah!